How was Moscow? Komarov is gone. I set him up as a Langley spy. It's quite the scandal at the FSB. His death will not be investigated. Your turn. Very well. The secrets of the global elite. 5 years of work. Everything we've collected. This thing makes WikiLeaks look like a gossip rag. The pen beats the sword, huh? I have found that whoever wields the sword decides who holds the pen. Smile, Victor. Your reputation is safe. Now run along. I'm sure you have pretty dresses to attend to. Victor. Good luck with the show. I have a feeling it's going to be the one you'll be remembered for. Hallo Freunde der käuflichen Liebe und ja, willkommen zu einer neuen Folge Hitman mit Agent 47. Gut, das Video eben kanntet ihr eventuell schon aus dem letzten Part, da habe ich das am Ende ja auch laufen lassen. Aber wir kommen jetzt zur neuen Mission, die sich da nennt Die Welt von Morgen. Mission Sapienza. Was auch immer das ist, keine Ahnung, lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Ich habe auf jeden Fall Bock, ich hoffe ihr auch und darum Abfahrt. Good morning, 47. Your destination is the coastal town of Sapienza, also known as the Jewel of the Amalfi Coast. Your target is a former client of ours, Silvio Caruso, a brilliant but troubled bioengineer employed by the Ether Biotech Corporation. Renowned for his early stem cell research, Caruso is now reportedly working on a far more disturbing project, a DNA-specific virus able to infect anyone, anywhere in the world. Imagine a bullet fired in any direction, passing through countless bodies without inflicting harm, invisible and undetectable until it strikes its target. A world of armchair assassins killing with impunity. This is what awaits us, unless Caruso is stopped. Our client, one of Ether's major private stockholders, wants the project cancelled on ethical grounds, but without destroying the company in the process. She has asked us to eliminate Silvio Caruso and destroy the yet unfinished virus prototype. You will also need to deal with Caruso's lab head, Francesca DeSantis, a high-level Ether employee and cutthroat corporate climber who holds intimate knowledge of Caruso's research and could potentially carry on in his place. This is no ordinary contract, 47. Caruso's virus is a serious threat to our craft and trade, not to mention our core ideals. So failure is not an option. I'll leave you to prepare. Welcome to Sapienza, 47. Sieht schon mal schick aus. Caruso's family home is right across the square. The bioengineer suffers from acute travel phobia. So the Ether Corporation has installed a state-of-the-art field laboratory somewhere below ground. Expect security levels to rise as you get closer to the virus. Good luck, 47. Regionale Prima. Alles klar. Eliminieren Sie Silvio Caruso, eliminieren Sie Francesca DeSantis, zerstören Sie das Virus. Haben wir hier sonst noch irgendwas? ICA-Unterschlupfschlüssel. Ein Schlüssel zu einem Unterschlupf irgendwo in der Stadt. Nun gut. Genug Zeitung gelesen. Zeit fürs Tageswerk. Ich gehe mal davon aus, ich darf nicht einfach so rein. Ne, das wäre ja... Sir, you're not allowed to pass. Natürlich. So, wer bist du denn? Oh, das ist anscheinend ein Unfall. Also, oh Gott, ja, hier. Unfall und überhaupt. Oh. Story mission. So you know where it is. Big mansion up in Sapienza, richest family on the coast. Come on, Dante, just do this for me. Those flowers have to be delivered today, and Mr. Caruso is a loyal customer. If we lose his business, the boss will fire me for sure. Come on. Today is the anniversary of Isabella Caruso's death. Silvio Caruso will be visiting her grave and has ordered a fresh bouquet of flowers. His visit would be a good time to catch him alone. That is, provided the flowers ever arrive. Okay, machen wir. Verkleiden Sie sich als Bote. Dumm. Hey, Keule. Working on my story. Yeah, later. Ey, du. Ich brauche deine Uniform. So, einmal zack. Ich sag's ja nicht gerne, Junge, aber ich fürchte, du musst einen Abgang machen. Dumm. So, hier haben wir Blumen. So, da könnte ich untertauchen, okay. Na dann. Lasst er mich jetzt rein. Flower delivery for Silvio Caruso. In dem Moment illegale Gegenstände im Inventar. Wie werde ich die los? Moment. Wahrscheinlich hätte ich noch hier ins Gras legen können. Naja, egal. Moment, wie werde ich jetzt das Zeug los? So, abgelegt. Ja, wer braucht schon Pistolen? Hallo, ich bin Agent 47. Oh, na dann, komm ran. Kurz einen Blumenstrauß in der Brusttasche. And you're good to go. Thanks a lot. Been a month already, huh? Reden Sie mit dem Butler des Anwesens. Das mache ich doch glatt. Alter. Okay. Schicke Karre. Scheint nicht am Hungertuch zu nagen, der junge Mann. Mann, ey. Von hohen Spritpreisen hat er bestimmt noch nicht gehört. Ey, ich muss hier durch. Du bist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte, oder? So, servus. Flowers. Or Mr. Caruso? Ah, excellent. You can leave them on Mrs. Caruso's grave in the garden. Come along, I'll show you the way. Okay. Ich folge dem Butler. Such a devoted son. Ah, ich überlege, kann ich wohl seine Uniform anziehen? Aber ich glaube, das würde jedem auffallen, oder? Also mal abgesehen davon, dass ich ihn hier nicht niederschlagen kann. Alter, wie viele Dingens laufen denn hier rum? Ah, da ist ja mein Ziel. Mein Löchen. Alter, wo müssen wir denn hin? Oh, Überwachungskamera. Okay, Golfausrüstung. Wo schlägt denn der die Bälle hin? Ins Wasser oder was? Oh, noch eine Kamera. Moment, da will ich nicht drauf. Ach komm, leck mich. So, down the stairs near the cliff. I will inform Senor Caruso. You will be pleased, no doubt. Na dann, geh schon mal runter. Listen hier. So, Grabblumen deponieren. This should keep Caruso distracted for a while. Ich nehme schon mal einen Schraubendreher. Ich nehme einen Hammer. So, da ist Caruso. Oh, wer bist du denn? Mensch. So, ich bin verborgen. Bleiben die... Ah, ich hatte schon gehofft, die bleiben da stehen. Als ob du dir durchs hohe Gras gehst, Junge. Mr. Delivery Man, move on. Ja, das Ding alleine. No, don't argue. Just get out. If Ether was to play, they could send you a memo. Okay. Weh, du siehst mich. Anscheinend. Egal. Well. So, jetzt sind nur noch wir paar Leute, aber der sieht mich hoffentlich nicht. Von daher. Others have managed to bear the burden more gracefully. You made me feel I was worthless. Ach, weißt du was? Hier. So. Jetzt haben wir mal Schluss mit dem Gejammer. Francesca DeSantis. So, weg mit dir. Dumm die dumm. Oh. Da ist eine Kamera. Ist jetzt doof. Sehr doof. Maul jetzt. So, da jetzt rein mit dir. Mann. Da wird die wohl keine Kamera sehen, so eine Scheiße. Reinigungskraft. Na. Klong. Was für ein Schlüssel? Okay, nehmen wir gleich. Kanalisationsschlüssel, den nehmen wir doch mal. Ladenschlüssel. Ein Schlüssel für einen Laden der Stadt. Schlüssel zu einem Unterschlupf. Schlüssel für die Kanalisation der Stadt. Mhm. Hä? You do know this is a 79, right? Vintage year, pretty goddamn expensive. I do. Got it from Caruso's private stash. Are you trying to get fired? As a matter of fact, that's exactly what I'm doing. Okay. Look, I'm on a 2-year contract. Ether will sue me blind if I leave, and if I mess up intentionally on the job. Oh, trust me, this way's better. You know, one day you guys are gonna have to tell me exactly what you're making down there. If we succeed, you won't need to ask. Wow. Not bad, huh? Worse. Because it actually sounds like a good idea, like the lesser evil. Man, I wish I'd been wiser when they approached me. Caruso? No, God, no. The man's a genius, but I have met water coolers with more charisma. No, I was recruited by DeSantis. Oh, that explains it. Tell me about it. Men, we're nitwits. Hear, hear. Cheers. To nitwits. Yeah, to nitwits. Mhm. Wo willst du denn hin, Keule? als ob. Biolabor Codekarte. Oh, die brauche ich. Aber wie komme ich da ran? Ah, er muss schon wieder pinkeln, okay. Entering the Ether Lab requires a key card and a uniform. Luckily, it seems both are within reach. Erklären wir uns doch mal als Labortechniker. So, einen da rein. Ja, damit das schön schuschelig hat. Ah, komm her, Junge. So, rein damit dir. Und ganz wichtig, gib mir meine Münze wieder. I need to do a quick routine check if you want to get through. Okay. Sir, I'm just doing my job. I gotta patch you down. Sorry about that. Okay, du machst nur deinen Job, ist klar. Okay, sir, you can go. Mhm, nur seinen Job. Yeah. Observatorium, was es hier alles gibt, ey. Mann, Mann, Mann. VHS-Video, was ist das nur wieder? Ein abgenutztes VHS-Video mit Aufnahmen aus Silvio Carusos Kindheit. Na, Chapeau. Mama Carusos Schlafzimmer, oha. Was haben wir hier? Krankenakte. Eine Krankenakte der Nervenklinik in Neapel, in der Silvio Caruso im letzten Jahr kurzzeitig behandelt wurde. Nach seiner Aussage hatte Caruso im Speisesaal die Lieblingsplatte seiner Mutter gehört und gesehen, wie sich ihr Treppenlift in Bewegung setzte. Kurz darauf klingelte die Dienstbotenglocke in ihrem Schlafzimmer. Dort wurde er von seinem Personal schließlich bewusstlos aufgefunden. Angeblich hat er keinerlei Erinnerung daran, was in dem Raum passiert ist. Hm. Okay. Lass mich raten. Er hat hier einfach nur, ne, den Hut gesehen und dachte, da sitzt wer drin. Ey du, aufwachen. Your mother doesn't work here, man candy. Miss DeSantis, Sal Falcone. Sorry for the delay. I needed to tie up some few loose ends. Yeah, just got it down. Down at the pier? Sure. Straight away? All right, no time like the present. See you in a bit. According to our research, Sal Falcone, a private investigator from Milan, has performed services for Silvio Caruso in the past. The question is, does Falcone still work for Caruso, or does DeSantis have an agenda of her own? Only one way to find out. Okay. Huh. Mm-hmm. So, Moment, einmal kurz untertauchen. It's Sal. Well, what did I tell you, Curly? Once a cheat, always a cheat. Trust me, Curly, there is nothing I would like to do more than follow your wife around town. Again. But, you know, I'm on a case. Down in Sapienza. Didn't Marlena in reception tell you? Ah, Christ, you know, what do I pay her for? Anyway, I gotta split, Curly. I'm waiting for an address here. Look, I'll give you word when I get back. You know, we'll shoot some pool, get you back on your feet. All right? Mhm. Oh, Curly, you human punching bag. Não fui esse ele. Dumm. Oh, er muss aufs Klo. Das ist aber... Oh, schaff du mal ruhig weiter. So, ja. So, ich brauche mal kurz einen Anzug. Und hier praktisch, dass hier ein Wäschesack steht. So, ab dafür. Dumm. Vergiss nicht, das Klo sauber zu machen. Na dann, ab an den Strand. Ne? Ist ja auch schön. Jeans, also lange Hose, Jackett. Bei dem Wetter am Strand, was gibt es Schöneres, Alter? Muss ich mich... Good thinking, 47. This is one time the dame won't fool the detective. Ah, Mr. Falcone, looking slightly out of place. So, das sagt die Richtige. Oh, walk with me. This is all too public for my tastes. Okay. Kann man irgendwie die Schrittgeschwindigkeit anpassen? Wenn ihr wisst wie, schreibt es in die Kommentare. Man muss hier nicht immer gehen, stoppen. Gehen, stoppen. This is far enough. Ah, hier stehen noch zwei Container. What I am about to ask you might be highly unorthodox. Go on. About a month ago, Silvio Caruso hired you for an acquisition job. I need to know what exactly it was you acquired and why. I'm afraid I can't do that. P.I. confidentiality. I am willing to pay you handsomely. You could retire, hire others to dig through garbage. Don't think so. I like to get my hands dirty. If you wanted to claim the moral high ground, you could have done so over the phone. Saved us both a trip. If you change your mind, you know where to find me. So. Na, ich mache mir halt gern die Hände schmutzig. So, noch eine Schlüsselkarte. So, dumm. Was haben wir hier? Da brauche ich bestimmt ein Stemmeisen oder sowas, ne? Geht auch ein Hammer? Anscheinend nicht. So. Okay. Wieso erkennen die mich hier alle? So, runter hier. Da kommt... Ach, Schande. Okay, ja, gucken wir uns auch noch an. Ah, kann ich mir das Video angucken? Ich kann Beweise zerstören. Okay, machen wir. So, jetzt will ich erstmal gucken, wo war denn hier... Ah, hier. Mahlzeit. May I enter? Of course, Father. You can go into the mortuary, no problem, but just stay out of the morgue. Sorry, company orders. I understand. Okay, ich kann mich im Sarg verstecken. Das will ich natürlich nicht. Ist hier einer drin? Nein. So. Oh, als Labortechniker verkleiden. Als Leiche verstecken? Ja, nee. Oh, fuck. Uiuiui. Willst aber nicht hier rein, oder? Gut. So, dann. Küchenmesser, ne. So, wo geht's denn hier lang? Ah, da. Ah, ja, okay. Oh, hallo? Sir, please move on. Ja, okay, dann fehlt's mich doch mal. No. Ah, ja, mach du mal vom... Hallo, hallo. Alter, das ist doch. Thank you. Have a good one, sir. Ding, ding, ding. Wieso kann der mich erkennen? Das ist belastend. Okay. You made it. The virus prototype will be close by. Look for some type of quarantine unit. Aha. Na dann, gucken wir erstmal, was bist du da oben für einer, dass du mich erkennen würdest, Keule. Mal gucken, sieht mich wer? Nö. Okay, keine Ahnung, warum der mich erkennen würde. Ich weiß es nicht. Egal. Hier, rein da. Was haben wir hier? Oh, Biolabor, Laptop, Dongle fehlt. Mhm. So. Yeah, so this is where Mr. DeSantis keeps all the research data. This stuff pretty close to the chest. Why? Du. Du siehst mich gar nicht. So. Ah. So, Schutzanzug. Den nehmen wir schon mal. Blub. Oh, da ist die Story-Mission. Alter, dein Ernst jetzt? Okay, so walking through this. Right. Well, this is the control panel for the air purification system. We're at a critical stage of development, and we keep the central lab perpetually doused in chemicals. In case of an outbreak. Yes. We use a unique compound that breaks down the protein coating, which protects the virus, effectively killing it by damaging its DNA and RNA, so it neither infects cells nor replicates within the cells. Belts and suspenders, huh? You better believe it. In its natural state, the prototype could infect and kill everyone inside this lab in a matter of minutes. The most ferocious organism you've ever seen. Now all we have to do is tame it. Anyway, the air purification system clears the toxin, so you can enter without a hazmat suit. Just don't do it unless you're in a hurry. Thank you. Duly noted. Mm-hmm. Okay, der haut ab. Dann wollen wir doch mal hier hin. Mhm. So, Moment hier. The central lab unit is kept perpetually doused in chemicals to stop the virus prototype from spreading. Entering without a hazmat suit is sure to be lethal. The air purification system is able to clear the toxin. But the controls are only operated by senior lab personnel. Mhm. Na, das bin ich ja wohl, ne? Betreten Sie das Biolabor. Okay. Machen wir. Und ab ins Biolabor. There, in a sealed container. The virus prototype. Aha. Manuell überbrücken, Roboterarm. Was passiert dann? Okay, Moment. Zeit. Oh oh. Ups. Mhm. Du. Oh, ich hoffe mal, das reicht. Hm. Okay. Ab zum Ausgang. Ich würde sagen, das stylischste ist das Flugzeug. Das nehmen wir. Du. Ihr habt mich nicht gesehen. So, Abschluss. So, vorne in der Sonne. Dann würde ich sagen, Missionszeit, 1 Stunde 47, haben mir sehr viel Zeit gelassen. Gut, die YouTube-Aufnahme ist natürlich, oder das Video ist ein bisschen kürzer. Quasi aufs Wesentliche reduziert, hoffe ich. Ja, ich hoffe natürlich trotzdem, es hat euch gefallen. Falls ja, ihr kennt das Spielchen, lasst einen Daumen hoch und einen Kommentar da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten auch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch Infos in der Abo-Box bekommt. Und schaltet vor allen Dingen auch beim nächsten Mal wieder ein. Heute Abend, 17 Uhr, geht's weiter mit Sniper Elite 5. Und ja, Montag geht's ganz normal weiter. 15 Uhr Rise of the Tomb Raider. Oder was heißt ganz normal? Rise of the Tomb Raider startet Montag. Und 17 Uhr geht's weiter mit Assassin's Creed Valhalla. Also Montag 17 Uhr. In diesem Sinne, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Schulle.